Wie kommt man denn da rein? Klettern. Bin mir nicht sicher, ob das passt. Das da ist viel zu eng. Ich würde sagen, da kommst du niemals durch. Hallöchen, meine Lieben. Irgendwer heute schon auf der Straße unterwegs? Ah, ich weiß, wir sind wieder laut. Ohren zu halten. Und da haben die Gas in den LKW gemacht. Schlafgas? Das, genau, dass die Leute dann halt einschlafen und dann ausgeraubt. Wow. Der Kollege, der hatte das andere Fenster zu, der ist daran leider verstorben. Das ist auch so meine schlimmste Angst, dass ich wirklich durch einen Fehler, den ich mache, irgendwen anders in Gefahr bringe. Meine Eltern fanden das ja überhaupt nicht cool, dass ich den Beruf angefangen habe. Ehrlich? Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und ich bin heute auf einer Raststätte, denn ich werde heute eine LKW-Fahrerin kennenlernen. Bin schon total gespannt. Das hier soll wohl ihr LKW sein und ich werde jetzt mal gucken, ob sie da ist. Wenn ihr eine Frage habt, die ich heute nicht stelle, schreibt sie in die Kommentare und ja, wir sagen einfach mal Hallo. Er ist ein bisschen groß. Hallöchen. Ah, da sitzt ja jemand drin. Hi. Oh, da piept was. Guten Tag, ja, das ist der tote Winkelassistent. Hi. Grüß dich. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer? Ja, ich bin Melina, ich bin 20 Jahre alt und ich bin gerade noch Auszubildende zur LKW-Fahrerin. Melina, ich bin ganz ehrlich, also erster Eindruck, ich hätte jetzt alles erwartet, was da aussteigt. Wie kommst du mit 20 Jahren dazu, dass du so eine Ausbildung machst? Also ich habe erst mein Fachabitur im Themenbereich Gesundheit und Soziales gemacht. Okay. Und wollte eigentlich Erzieherin werden. Das ist nicht ganz Erzieherin. Ja, keine Kinder, eher LKWs, aber ja, das hat dann nicht so wirklich funktioniert und ich hatte meinen Spaß in dem Beruf auch einfach nicht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt und er ist LKW-Fahrer. Und da ich früher als Kind schon immer gerne mit Autos gespielt habe und sobald ich meinen PKW-Führerschein hatte, auch es geliebt habe, einfach Auto zu fahren, habe ich mir gedacht, ja okay, probieren wir es aus. Geil. Also ich finde es sehr cool. Ich finde es auch sehr gut, dass wir heute mal mit ein paar Klischees aufräumen. Und ich werde dir heute einige Fragen stellen. Wenn es irgendwas gibt, was ich nicht wissen darf oder was du nicht erzählen möchtest, ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich freue mich, Zuschauer auch, wenn wir heute mal dich und dein LKW. Hat der einen Namen? Nee, der hat keinen Namen. Ich fahre den nur vertretungsweise. Okay. Wenn wir heute ein bisschen was lernen, freue ich mich. Und wenn du bereit bist, dann geht's jetzt richtig los. Ja. Warum hast du jetzt Handschuhe an? Wir machen jetzt zusammen Abfahrtkontrolle, okay, dass wir dann irgendwann auch mal losfahren können. Und ich gucke mir jetzt einfach am ganzen LKW an, ob alles heil ist. Ich gucke mir die Reifen an, ob da irgendwelche Steine zwischen sind, ob es an sich beschädigt ist. Hier sieht man auch noch die Nebenaggregate. Okay, das heißt, du schaust, ob da alles passt, ja, ob hier alles verbunden ist. Das ist die Verbindungsstelle, ne? Zwischen. Genau. Hier die Schläuche kann man abnehmen. Okay. Das sind Luftschläuche und für Licht halt der Anschluss, dass der Auflieger auch Licht hat. Das ist der Auflieger. Genau. Aber der auf dem da drauf liegt. Genau, also der hier, das gehört noch zum Auflieger, aber das hier gehört noch zur Zugmaschine. Okay, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn der LKW so klein plötzlich aussieht, dann hat er nicht diesen Anhänger. Das ist der Aufleger und genau. Wie heißt das vorne? Das ist die Zugmaschine. Genau. Okay, okay. Und die ganzen Kabel da, kletterst du da rein und machst sie dann rein? Ja, oder? Von der anderen Seite. Da kann ich hier den kann ich zur Seite klappen. Okay. Von der anderen Seite, da ist hier so ein Hebel und dann komme ich da ohne Probleme hoch. Da ist auch so eine kleine Leiter. Zugmaschine, hat dich schon mal jemand verloren? Also den Anhänger, meine ich? Ja, den hat auf jeden Fall schon mal jemand verloren. Aber du nicht? Ich noch nicht, Gott sei Dank. Da hinten sind Luftfederbälge, falls du das siehst. Luftfeder was? Genau, Luftfederbälge. Der ganze LKW ist ja luftgefedert. Ach so, okay. Beim PKW hast du ja Federn drin. Ja. Solche großen Federn könntest du beim LKW gar nicht reinbauen. Weil das hier so schwer ist. Das würde der gar nicht aushalten. Beziehungsweise die Feder würde es halt nicht aushalten. Da sind die Luftfederbälge. Da guckt man auch noch mal nach, ob die richtig halt ausgebeult sind, ob die nicht porös oder rissig sind oder halt Druckstellen haben oder sowas. Aber du musst jetzt nicht drunter klettern. Also du guckst von außen. Nee, ich guck nur von außen. Okay. Ich könnte drunter klettern, aber ich muss es nicht unbedingt. Dann gucke ich auf jeden Fall noch nach, da ich auf dem Rastplatz geschlafen habe. Gucke ich nach, ob meine Blombe noch da ist. Wenn die nicht da wäre, hätte es eventuell gehießen, dass hier die eine abgemacht hat, aufgemacht hat und was rausgeklaut hat. Das heißt, das hier ist so ein Ding, das kann man nur kaputt machen jetzt. Genau. Und passiert es, dass die Leute da einsteigen? Mir ist es noch nicht passiert, aber es passiert, ja. Hast du schon mal mit jemandem geredet? Einem Kollegen, der geschlafen hat und dem dann eingebrochen wurde? Bei meinem Opa, der hatte die Fenster offen. Der ist auch LKW-Fahrer. Und da haben die Gas in den LKW gemacht.
Schlafgas. Dass, genau, dass die Leute dann halt einschlafen und dann ausgeraubt. Wow. Der Kollege, der hatte das andere Fenster zu, der ist daran leider verstorben, so wie ich das mitbekommen habe. Er hat es aber dann auch wirklich noch rausgeschafft. Boah. Deswegen also nicht ich mal auch, ganz ungefährlich, ne? Nee, ich lasse auch nicht meine Fenster offen, egal wie warm das da drinnen wird. Boah, wo du erzählst, dass du da drinnen schläfst, das ist natürlich krass. Das werden wir uns heute auch auf jeden Fall noch anschauen. Hier habe ich dann noch, ich weiß nicht, ob der Luft hat, hier mit gleich den Auflieger hoch und runter machen. Ah, okay. Alter Schwede. Alles mit Druckluft. Das ist laut. Ja, schon. Wie lange fährst du dann durch die Gegend? Also ich darf 2x die Woche 10 Stunden lenken, also nur fahren, und 3x die Woche 9 Stunden. Und was ist so der Stundenlohn, wenn man das Ganze, weil es ist ja auch anstrengend, ne? Ich bin Azubi, ich kann dazu nicht so viel sagen. Also für eine Auszubildende verdiene ich extrem gut, aber ich arbeite auch mehr als andere Auszubildende. Okay, das heißt in der Ausbildung, was ist so dein Einstieg gewesen? Mein Einstieg, wo ich noch keinen Führerschein hatte, waren 700 netto. Und mit dem Führerschein kommen dann halt die Spesen dazu. Spesen? Genau. Immer wenn ich mehr als 9 Stunden unterwegs bin, kriege ich Spesen. Wenn ich irgendwo schlafe, kriege ich Spesen. Dann gibt es Nachtzuschläge. Jetzt die letzten 2 Wochen bin ich ja nachts gefahren. Okay. Da weiß ich dann, dass ich ein bisschen mehr an Spesen bekomme. Das heißt, das kann jetzt für dich auch insgesamt auf über 1000 Euro hochgehen, je nachdem, wie du fährst. Ja, jetzt, wo ich meinen Führerschein habe, ist es auf jeden Fall deutlich über 1000. Und wenn du die fragst, die Ausbildung hinter sich haben, was verdienen die? Das ist so unterschiedlich. Es gibt so viele verschiedene Touren. Teilweise gibt es welche, die wirklich aufs Konto über 3 bekommen. Dann gibt es aber auch welche, die unter 2 verdienen. Ne? Also okay. Es kommt darauf an, welche Tour du fährst, ob du nachts fährst, ob du tagsüber fährst. Oder halt Gefahrgut. Bei Gefahrgut gibt es auch nochmal extra Gefahrenzuschläge. Und es kommt halt wirklich auf den Arbeitgeber an. Nachtsfahrt ist, glaube ich, dann sehr, sehr viel wert und lange, lange Touren. Ja, und samstags halt. Ich habe da großen, großen Respekt vor, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Weil alleine, was hast du gesagt, 9 Stunden dann oder 10 Stunden auf der Autobahn? Nur lenken, ja. Schichtzeit dürfen wir 13 bis 15 Stunden machen. Wow. Und da halt eine Pause dann nochmal da drin. Trotzdem, also wenn ihr mal 4 Stunden am Stück Auto gefahren seid, ich glaube, dann könnt ihr selber sehr gut nachvollziehen, wie anstrengend das ist, alleine 4 Stunden zu fahren. Und wenn die Mädels und Jungs sich 10 Stunden auf die Autobahn klemmen, oder mal 13 bis 15, hast du gesagt. Ja, genau, aber die Zeit dürfen wir nicht nur lenken. Okay. Also das ist dann allgemein die Schichtzeit. Und nach 4,5 Stunden Lenkzeit müssen wir immer eine Dreiviertelstunde Pause gemacht haben. Okay, okay. Ich muss jetzt aber den Motor anmachen, könnte laut werden. Alles klar, weiß ich Bescheid. Okay. Hört man mich trotzdem, wenn ich was sage? Klar, wir müssen einfach nur ein bisschen lauter reden. Okay, mache ich. Also als erstes pumpe ich den jetzt an der Hinterachse ein Stück hoch, damit ich gleich besser drunter wegfahren kann. Okay. Ich muss mich jetzt zusammenreißen, nicht so zu rennen. Normalerweise renne ich immer von A nach B. Ach so, okay, okay. Wir müssen ein bisschen schneller sein, ja? Ich merke schon. So, sicherheitshalber erstmal Feststellbremse ziehen. Ah, ich weiß, wir sind wieder laut. Ohren zu halten. Jetzt die Luft raus. Moment, Moment, Moment. Bei der war es Luft geht. Ich muss gerade kurz nachdenken. Bei der normalen Bremse brauchst du Luft, um zu bremsen. Hier brauchst du Luft. Ich habe sie auf dem falschen Fuß erwischt. Merkt ihr, ne? Ja, ich musste gerade nachdenken, weil das ist bei der Feststellbremse und bei der normalen Fußbremse ist es genau umgekehrt. Ach, du weißt schon, was du machst. Also da ist jetzt irgendwas rein oder rausgegangen, sodass du den Wagen bewegen kannst. Oder nicht mehr bewegen kannst. Nicht mehr bewegen. Jetzt ist die Bremse drin für den Anhänger. Genau, so, dann haben wir hier eine Kurbel, können wir, Vorsicht, die so rausziehen, dass die einhakt und dann muss die hier unten in dieses Loch rein, nur die Schraube ist schon ein bisschen verrostet. Ja, die will nicht. Ah ja, jetzt, ja. Jetzt bist du am Anschlag festgedreht. Jetzt haben wir es. Jetzt kannst du die Stelzen ausfahren. Ja, der wollte gerade nicht so. Ja, es ist hier das Problem, weil die schon so durch ist, ne? Das ist ein bisschen, ja, jetzt geht's. Deswegen eiert die auch so rum. Normalerweise dürfte die nicht so rumeiern. Und die halten? Die halten. Also die fahren sich jetzt nicht gleich, die klappen jetzt nicht einfach ein? Normalerweise nicht, nein. Okay. Und sonst haben wir ein Problem. Ja. Ja, okay, gut. So ungefähr, genau. Hier ist die Sattelplatte, hier ist der eingerastet. Sowas wie eine Anhängerkupplung. Ja, genau, das habe ich gesehen. Da liegt er ja richtig fest drauf. Ne? Genau, die können wir rausziehen. Das heißt, das war's schon, jetzt ist es nicht mehr verbunden. Genau. Okay.
Dann müssen wir ja die Kabel abmachen, weil sonst haben wir gleich keine mehr. Ja. Also ich mache jetzt hier erst die Luftschläuche ab. So. Und schon ist nicht mehr verbunden. Das war's schon? Ja. Wow. So. Also Melina, ehrlich, großen Respekt. Das ist so riesig alles. Ja. Das sind Tonnen. Wie viele Tonnen sind das? Das jetzt gerade bin ich mir gar nicht sicher. Das müssten jetzt gerade so um die 30 Tonnen sein. Alles 40 klar. Darf ich. Mal kurz entspannt, entkoppelt und jetzt wieder eingekoppelt. Weil wenn du jetzt losfahren willst, musst du ja wieder zusammen, ne? Es sei denn, ich lasse ihn stehen, aber ich würde ihn gerne wieder mitnehmen. Okay, besser ist es, ne? Ja. Sonst gibt's Ärger. Schon, ja. Dann musst du wieder einkoppeln. Mach ich. Und dann fahren wir gleich nächste ab. Super. Machen wir so. Haben wir. Und ich darf jetzt einmal mitfahren. Ich muss erstmal diese schwere Tür aufkriegen, ey. Sag mal, wie kommt man denn da rein? Klettern. Hier muss man sich festhalten? Ja. Okay. Nur am besten nicht an der Tür genau. Ja, da. Perfekt, perfekt. Super. Oh. Puh. Ah. Ich glaube, runter komme ich nicht mehr. Puh. So, Melina, jetzt sind wir im Cockpit. Hier ist alles, ne? Alles ja, dabei. Funkgerät, hier. Alles. Mit wem rede ich, wenn ich jetzt hier reinfunke? Das ist die Frage. Okay, dann lassen wir es lieber. Kannst du ruhig machen. Ja? Ich rede auch immer mit irgendwelchen Leuten. Echt? Das sind dann Fremde? Ja. Andere LKW-Fahrer. Kannst mal gucken, ob wer antwortet. Hallöchen, meine Lieben. Irgendwer heute schon auf der Straße unterwegs? Ich hab die Sprache nicht drauf. Ja, 80% haben das Funkgerät auch ausgeschaltet. Okay. Weil dann zum Beispiel nämlich auch bei Baustellen und sowas. Da sind dann teilweise in den Schildern Funks eingebaut. Wo dann eine Frauenstimme sagt, Achtung, Gefahrenstelle und das richtig laut und oft hintereinander. Das deswegen, nervt, ne? Genau, deswegen schalten es halt auch viele aus. Aber ich merke schon, hier so ein bisschen rosa, pink alles eingerichtet. Ja, ich habe auch mein pinkes Lama, ja, also mein rosanes Lama und mein pinkes Namensschild. Ja. Ein bisschen Weiblichkeit muss ja auch noch da sein. Ne? Sehr cool. Ja, hier deine Schminke habe ich auch schon gesehen. Und hier schläfst du? Ja. Hier hast du heute Nacht gepennt? Genau, aber nur ausnahmsweise. Normalerweise ist das halt kein LKW, in dem geschlafen wird. Okay. Wenn du jetzt auf dem Rastplatz stehst, da hast du ja auch ganz viele Kollegen, die in der Regel dann eher männlich sind. Wie reagieren die, wenn die dich dann hier kommen sehen mit deinem Rosa und dann dich als Mädel? Also viele gucken komisch, aber eigentlich ist die Reaktion echt positiv. Also die Leute freuen sich wirklich über Nachwuchs und auch über weiblichen Nachwuchs. Es wird ja inzwischen auch immer mehr. Ja. Ja, natürlich ist es für mich auch immer so eine Sache, weil ich mich auch nicht in allen Situationen wohlfühle. Ich hatte einmal die Situation, wo ich bei einem Kunden stand, wo mich dann ein älterer Herr angesprochen hat und mich nach meiner Nummer gefragt hat und gefragt hat, ob wir dann nicht mal zusammen im Wald spazieren gehen wollen. Ein bisschen gruselig. Wie alt war der Herr? Bestimmt so Mitte 50. Ja, gut, ne? Ja, da hast du dann einfach mal dankend abgelehnt. Nee. Ja, schön hier, Tür abgeschlossen und gesagt, ich muss jetzt mal telefonieren. Ja, gut. Aber okay, das kommt auch vor, sagst du, ja, dass natürlich. Du dann angeflirtet wirst. Und dann ja. Sagst du, nee, bin in einer Beziehung und daraus. Ja. Hattest du schon mal einen Unfall mit dem LKW? Ich hatte einen Unfall, über den spreche ich nicht so gerne, weil es einfach nur eigene Blödheit war, wenn ich das mal so sagen darf. Das, was ich dazu sagen kann, ist, dass keine Person zu Schaden gekommen ist und es keinen Sachschaden gab, außer an meinem eigenen LKW. Okay. Und hast du mal einen Unfall erlebt, so auf der Autobahn? Ja, mehrere. Bei einem, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, da war ich Ersthelfer. Da hat es wirklich vor mir direkt geknallt mit zwei PKWs und ich natürlich Vollbremsung, Warnweste übergeschmissen. Dann einmal schnell geguckt, welches Auto, wo sollte ich jetzt als erstes hinlaufen? Und dann habe ich auf dem einen Auto, also in dem einen Auto auf dem Beifahrersitz Maxi Cosi gesehen. Ne? Und da war also schon mal vorher, es war kein Kind drin, ne? Aber ich bin wirklich um mein Leben gerannt. Ich hatte so Panik in dem Moment, dass da wirklich ein Kind drin ist. Also bei Kindern, da hört der Spaß dann bei mir auch auf. Ne?
das ist auch so meine schlimmste Angst, dass ich wirklich durch einen Fehler, den ich mache, irgendwen anders in Gefahr bringe. Klar, wenn du hier irgendwo mit drauf fährst mit deinen 30 Tonnen, da alles, was davor oder dahinter ist, das ist dann... Das ist Matsche. Ja, ne? Krass. Und den Unfall, konntest du den Leuten helfen? Ja, also es war in jedem Auto war ein Mann drin und die sind beide auch wieder ausgestiegen, selbstständig. Das eine Auto musste dann noch gelöscht werden, weil die Batterie angefangen hat zu brennen. Wow. Puh, also Freunde, man glaubt es nicht, aber das Auto und Autofahren an sich ist keine hundertprozentig sichere Geschichte, denn da können immer Sachen passieren. Es platzt irgendwo ein Reifen und plötzlich hat jemand nicht mehr die Kontrolle über sein Auto und dann kracht es. Deshalb nicht zu schnell fahren, damit man am Ende auch noch heile irgendwie ankommt. Sehr schön, ja. Also ich wollte einmal alle bitten, Rücksicht aufeinander zu nehmen, weil ich das so oft habe, dass ich einfach merke, dass die Leute gegeneinander fahren und nicht miteinander. Und es ist ja wirklich wichtig, dass wir alle aufeinander Rücksicht nehmen und uns nicht ärgern auf der Straße, weil so passieren Unfälle. Sehr, sehr wichtige Worte und das von einer jungen Lady, die selber sehr viel Zeit auf der Autobahn verbringt und, glaube ich, noch viel mehr Ahnung hat von dem, wie dieser Straßenverkehr da so läuft. Weil ganz im Ernst, wenn man alle paar Wochen mal Autobahn fährt, dann ist das vielleicht ein kleines Abenteuer, aber für dich ist das praktisch dein Wohnzimmer. Also du weißt, wie die Leute unterwegs sind, deshalb, ja. Kann ich mich nur anschließen. Okay, du zeigst mir jetzt einmal, wie du hier drinnen schläfst, weil so ganz ausmalen kann ich mir das ehrlich gesagt noch nicht. Ja, also wichtig ist erstmal, ich habe hier unten so einen Tritt, da kann ich drauf treten. Dann kann ich das Lenkrad hochklappen, dass ich mehr Platz einfach habe. Ja. Dann, was ich auch immer mache, sind überall die Stecker ziehen vom Navi, vom Handy, weil ich keine Lust habe, dass meine Batterie am nächsten Morgen leer ist. Mhm. Dann haben wir hier zum Beispiel im LKW eine Standheizung. Geil. Und eine Standklimaanlage, genau. Und hier habe ich dann meine Hausschuhe und grundsätzlich... Ach, richtige Hausschuhe? Ja, genau. Geil. Passt du hier überhaupt rein? So? Ja. Ja? Ja. Ich kann es gerne mal zeigen. Ihr wollt es nicht, aber egal. Dann die Nase zuhalten. Ach so, meinst du, die stinken so? Man kann sich hier richtig schön ausbreiten. Schon ein bisschen komfortabel, ne? Also, ja. Wie groß bist du? 1,70 knapp. 1,70, ja. Gut, mit 2 Metern wird dann schwierig, ne? Ja, da gibt's aber auch noch breitere LKWs. Da kann man drauf achten beim LKW-Kauf. Ach, man kauft den LKW, sodass man da reinpasst zum Schlafen. Wäre bei großen Menschen auf jeden Fall produktiv, ja. Okay. Läuft schon. Und hier oben kann ja auch noch jemand schlafen. Ehrlich jetzt? Das ist ja nochmal ein Doppelstockbett, das kann man auch noch runterkriegen. Ach, das ist dann aber direkt über deiner Nase, ne? Ja. Boah, heftig. Hast du schon mal mit jemand anderem in einem... Ja, habe ich mit meinem Freund zusammen. Boah. Wow. Es geht aber. Ja, ein bisschen muckelig, oder? Es gibt ja auch LKWs, die sind mal eben, also LKW-Fahrer, die sind mal eben 2 Meter groß oder mal das Vierfache von mir oder das Fünffache, ne? Ja, das ist schon nochmal was anderes. Funktioniert auch. Ja, es funktioniert auch, aber Chapeau. Also ehrlich, das ist schon herausfordernd, glaube ich. Aber es macht Spaß. Also man muss dafür geboren sein, aber wenn man es macht, dann liebt man es auch. Sagst du, du bist geboren zum LKW-Fahren? Ich glaube schon. Also ich hätte es als Kind wahrscheinlich niemals gedacht, aber jetzt, wo ich das wirklich so mache, meine Eltern fanden das ja überhaupt nicht cool, dass ich den Beruf angefangen habe. Ehrlich? Aber aus dem einzigen Grund, weil die dachten, wenn ich mich von meinem Freund trenne, höre ich damit auf, dann breche ich die Ausbildung ab. Okay. Aber ich sage euch ehrlich, selbst wenn wir uns jetzt trennen würden, ich würde das weitermachen. Wir haben es live auf Kamera. Also Melinas Eltern, wenn ihr das seht, jetzt ist es auf jeden Fall festgehalten. Aber ich glaube auch, also du brennst dafür. Du hast mir das heute mit so viel Freude alles erklärt. Es würde mich echt wundern, wenn du jetzt von heute auf morgen damit aufhörst. Freunde, endlich fahren wir. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Wir sind aber nicht auf einer offiziellen Straße. Deshalb kann ich jetzt auch für ein paar Meter hier so sitzen. Worauf musst du jetzt hier achten? Weil das da ist viel zu eng. Ich würde sagen, da kommst du niemals durch. Das ist eng, nur das Lama ist im Weg. Aber ihr seht, passt ohne Probleme. Rechts Alter und links Schwede. War jeweils noch ein halber Meter Platz. Boah, du fährst so locker, ne? Also, wenn ich mir vorstelle, dass da hinter dir noch 10, 15 Meter kommen, macht dir das keine Sorge? Nö. Also, das merkst du irgendwann gar nicht mehr. Du weißt, dass du mehr ausholen musst und weißt auch, dass du die Kurven jetzt zum Beispiel könnte ich nicht hier rechts einfach dran vorbei. Ich muss halt schon gucken und dann ausholen. Was, wenn einer entgegenkommt? Dann habe ich ein Problem. Dann muss er am besten Platz machen, weil ich kann es nicht. Beziehungsweise, wenn es ein anderer LKW ist, muss man sich einigen. Das hier ist jetzt zum Beispiel eng. Boah, shit. Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob das passt. Nee. Okay. Das ist nämlich immer das Problem. Ich sag mal einmal dem LKW-Fahrer, dass er seinen Spiegel einklappen soll.
Wenn ich helfen kann, sagst du Bescheid. Ja, alles gut. Das ist öfter so, dass sie so parken einfach, ne? Aber wenn er seinen Spiegel einklappt, passt es. Ich drück dir die Daumen. Alter Schwede. Rechts ein LKW, links ein LKW. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet, aber ich habe in die Außenspiegel geguckt. Es gibt sogar noch eine extra Kamera hier. Und trotzdem, sie fährt das Ding wie eine Weltmeisterin. Es hat nirgendwo geknallt oder so, aber es ist einfach zu wenig Platz. Ich habe ihn jetzt einfach selber eingeklappt. Da rechts steht ein PKW, da muss ich auch aufpassen. Siehst du, passt. Boah, selbstbewusst. Also ich sag dir ehrlich, ich wäre einfach ausgestiegen, hätte das Ding einfach stehen lassen. Hast du dich schon mal festgefahren? Ja, schon. Aber man kommt irgendwie immer raus. Egal, ob mit anderer Hilfe oder mit sich selber, irgendwie klappt es immer. Jetzt ist da vorne eine Sackgasse. Wie willst du das regeln? Ich hoffe, da ist ein Wendekreis. Das lässt du einfach mal auf dich zukommen? Ja. Okay. Was soll man noch anderes machen, ne? Aber die haben hier schon extrem eng alle geparkt. Das muss ich auch ehrlich zugeben. Müssen wir gleich nur wieder durch die gleiche Stelle durch, wo wir eben schon durch mussten. Eieieiei. Boah, du fährst die Ecken komplett aus, ne? Damit die Karre hinten mitkommt. Ich check's, ja. Jetzt muss ich zum Beispiel hier nochmal weiter, weil ich sonst hier den Kreis nicht schaffe. Ja. Boah, das ist Maßarbeit, Freunde. Ich sehe es im Außenspiegel. Es ist wirklich so eng. So eng. Oh, du fährst das auch noch so schnell. Okay, da vorne kommt jetzt wieder dieselbe Stelle wie gerade eben. Ja. Aber der Spiegel ist eingeklappt. Der Spiegel ist eingeklappt, ja. In die Richtung sollte es auch, obwohl, nee, in die Richtung könnte es noch schwieriger werden. So, wichtig ist jetzt, ich muss ja gleich nach rechts. Das heißt, ich gucke erstmal, dass ich so weit wie möglich nach links komme. Und zack, vorbei. Hut ab. Hut ab. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt auf Kamera das Ganze richtig greifen konntet, wie wahnsinnig eng das gerade war, wie schwer das war. Man sieht jetzt vielleicht nur, wie wir hier drinnen sitzen, in diesem muckeligen kleinen Cockpit. Aber da hinten hängen einfach noch mal, wie viel? 25, 30 Tonnen dran. Also die durch diese zwei LKWs durchzubringen, wo auf beiden Seiten so viel Platz war. Ich krieg das mit dem Auto nicht mal hin. Wirklich einparken ist manchmal schon schwer. Und du bringst das dadurch, also mit 20 Jahren allergrößten Respekt. Ich glaube, hier oben ist man natürlich auch so ein bisschen Herr der Straße. Oder? Schon, ja. Herrin der Straße, ne? Und auf der anderen Seite hat man auch viel Verantwortung. Das habe ich heute gelernt. Also, mir ist richtig warm. Ich weiß nicht, ob es hier drin so warm ist oder weil es gerade so stressig war, aber jetzt machst du mir die Klimaanlage an. Also, echt heftig. Melina, ich muss dir sagen, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier zu Gast sein durfte. Bitte in deinem schön. Kleinen Wohnzimmer, Arbeitszimmer. Und du kannst natürlich jetzt gerne dich auch noch bei den Zuschauern verabschieden. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Ja, also falls ihr euch für den Beruf interessiert oder auch dafür interessiert, was ich und meine Kollegen so den ganzen Tag machen, könnt ihr mir gerne auf TikTok folgen und mich da ein bisschen verfolgen, wenn es euch interessiert. Okay. Eine letzte Frage. Wie laut ist die LKW-Hupe? Beim Volvo haben wir tatsächlich zwei Hupen. Das ist die kleine. Die geht ja noch. Und das ist die große. Boah, also da will ich schon häufiger mal drücken. Wenn irgendwas nicht passt, dann. Ja, schon. Dann die mittlere, ne? In der Regel. Ja. Ja, Freunde, das war heute wirklich spannend und denkt immer dran, wenn ihr euch schon mal über einen LKW aufgeregt habt, die Dinger bringen unsere Sachen in den Supermarkt. Deshalb immer dankbar sein und ich verabschiede mich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.